Der Herr sagt, ein treuer Zeuge teilt die Geschenke, die er empfangen hat, mit allen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Juni 21, 2010, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online-Versammlung. Für all jene, die Ohren haben und hören. Geliebte, hört mir zu, sagt der Herr. Versteht Liebe und Barmherzigkeit. Dann geht und handelt richtig, während ihr demütig mit eurem Gott wandelt, indem ihr alles, was ich euch gegeben habe, mit jedem teilt, dem ihr begegnet. Denn meine Geschenke sind Schätze, die nicht versteckt werden sollen, sondern sind ein Reichtum an Wissen, die Offenbarung dessen, wer ich wirklich bin. Liebe wie keine andere, ein Geschenk, das verteilt werden soll. Leben ohne Ende für alle, die von mir empfangen. Und wenn sie sich wegdrehen, betet für sie, denn sie kennen das Tal nicht, in welchem sie leben. Noch wissen sie, dass sie in den Tod gehen, denn sie müssen das ganze Gewicht ihres Fehlers erst noch begreifen. Folglich werden jene, die gegen mich rebellieren und Böses von euch sprechen wegen mir, gewiss von meiner starken Rüge empfangen. Ein Urteil zur festgelegten Zeit, sofern sie nicht bereuen. Deshalb warnt sie vor mir, und während ihr dies tut, werdet ihr auch Liebe verstehen, Barmherzigkeit kennen und gerecht handeln. Denn dies bedeutet, eure Feinde zu lieben und jene zu segnen, die euch verfluchen, und jenen Gutes zu tun, die euch hassen. Meine Söhne und Töchter, es ist Zeit, euer Nächstes zu lieben wie euch selbst. Denn nur ein böser Mensch würde seine eigenen Leute vernachlässigen, und nur ein schlechter Mensch würde scheitern, seine Nächsten zu warnen. Und nur ein Faulpelz würde schlafen, während er die Trompete in seinen Händen hält. Nur ein Mensch, der dem Tod gegenübersteht, würde scheitern, die Menschen zu warnen, wenn das Schwert dabei ist, das Land zu überwältigen, sagt der Herr.